Heute machen wir massive Profite mit Rainbow Pixel Demons und Dark Matter Pixel Demons in der Trading Plaza. So, was beginnt, Leute. Letztes Jahr mit dem Kanal, da fangen wir auch schon an. So, Leute, aber natürlich, wie ich hier sehen könnt, ich habe hier unglaublich viele, ja, Pixel Demons in meinem Inventar, ne? Ich habe hier wirklich viele von denen hier in meinem Inventar. Und auch viele Pixel Rosa sehe ich gerade, sehr wild. Aber ja, diese goldenen und normalen, also eigentlich größtenteils die Rainbow Pixel Demons, die ich hier habe, werden wir erstmal versuchen wegzutraden, ne, für Gems. Denn, Leute, momentan ist ein Rainbow Pixel Demon 150 Millionen Gems wert, ne? Und einer in Dark Matter ist 600 Millionen Gems wert. Und einer in Gold 550 Millionen. Und einer normal 15 Millionen. Und ja, das ist halt jetzt, was wir versuchen, erstmal wegzutraden. Gut, okay, Leute. Ich würde mal auch sagen, versuchen wir jetzt erstmal ein bisschen, die wegzutraden, ne? Die wegzutraden. Ben schreibt schon mal, hi. Trade 6. Ach komm, Digga, Ben, geh weg. Geh weg, Ben. Wirklich, Ben, geh einfach weg, okay? Komm zu mir, explizit zu mir, um zu sagen, dass er irgendwelche Festive Elfen tradet, Digga. Ach komm, Ben. Gut, okay, schreiben wir erstmal dann in den Chat. Ist Selling. Ich glaube, ich habe schon über 100, oder? Ich habe über 200, okay? 200 plus Rainbow Pixel Demons. So, 450M each. Also für 150 Millionen pro Pixel Demon möchte ich verscherbeln. Das ist der Plan. Deswegen, let's go, Attacke. Wir machen doch auch, stimmt, ich muss meine Trades anmachen. So, machen wir kurz meine Trades an. Und hoffentlich tradet mich jemand an, ne? Wenn mich keiner antradet, dann werden wir wohl, leider Gottes, die selber traden. Aber eine Buy All for 30B. Ich meine, okay. 150 Pudding, der, warte, Umut. Ist das Umut? Egal, der Typ hat mich auch getötet. Wie viele will er denn haben? Ach, Digga. Schlimm. I need to get it first. Wait for a bank. Okay, ich habe keiner was abgegeben. Also, wenn wir jetzt direkt schon mal anfangen, alle hier wegbekommen, ne? Lass mich kurz nachschauen, ne? Wie viele wären denn 30B? Das sind exakt 200. Gut, dann kriegt er wohl 200. Ist es der? Nee, das ist nicht der. Ich will den hier haben. Auch nicht. Nein, geh doch mal weg. Ich bin hier an Trades machen. I can only 25B, so give me that worth first. Gerne doch, Digga. Das sind dann hier, wie viele sind das? 160, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Das ging schnell. Also, das ging wirklich schnell. 19. Ach, ich mache aber mit 12 rein. Okay, 12. Dann hier die Nummer 16. Also die 16 weiteren. Das ging echt schnell irgendwie. Was passiert denn gerade? 20. Hier nochmal 24. 28. 32. 36, genau. 36. 40. 44. 48. 52. 56. 60, genau. Lost. 64. 68. 72. 76, genau. So, 80. Upsala. So, jetzt 80. 84. Genau. 88. Lost. 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, genau, 124, so, genau, 128, 100, genau, 32, Digga, Victor Lost, 136, 140, 144, 148, 152, 156 und 116, Leute. So, das sind die 116. Ey, wir haben jetzt schon 24 Milliarden Gems Profite gemacht und machen gleich nochmal 6 Milliarden extra Profite. Sehr wild. Oh mein Gott, das ist so wild. Ja, so schnell geht es, ne? So, warte, ich muss kurz meine Trades ausmachen, damit ich muss wirklich, das ist so schlimm, ne? Ich muss wirklich meine Trades ausmachen, damit ich die Trades überhaupt machen kann, so. Auf jeden Fall, Leute, wir können es erstmal merken. Wir haben schon mal 24 Milliarden, meine ich, Gems hier, okay? So. Aber, John, ich meine, Depositen, so. Wir haben schon mal 24 Milliarden Gems auf unserem Konto, mit dem wir traden können. So. Und dann warten wir erstmal, bis er uns wieder antradet, ne? So, dann trade Reed und wir den erstmal an, ne? Oder er trade Reed und uns an. Geht das? Ach, verdammt. Ja, er hat uns eine gesendet. Deswegen. So, jetzt möchte er nochmal 40 weitere haben. Deswegen. 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Warte, was? Ich habe doch keine 40 noch dazu. Ich hatte hier 100, wie nennt sich das immer? Lost, Digga. Wie nennt sich das immer? Ich hatte nicht 200, ich hatte 100, warte, ich habe 32, ne? Sind dann 192, ne? Das heißt, 8 zu wenig, verdammt. So. Das heißt, er muss erstmal auf 4,8B gehen. Perfekt, okay. Dann sind jetzt alle meine Pixel-Demons weg. Hätte ich nicht gedacht, dass wir die jetzt schon so schnell wegbekommen, ne? Aber trotzdem. Ich dachte eigentlich, ich hätte auch ein bisschen mehr, so ein paar mehr eigentlich. Neben es hart. Habe ich wohl nicht richtig aufgepasst, wie viel ich habe. So, jetzt muss ich erstmal wieder meine Trades machen. Thanks for trade. Hä? Also kein, was? Wirklich, erste Bank von heute und direkt kriege ich alle meine Pets weg. Also wortwörtlich alle. Oh mein Gott, okay. Withdrawen wir mal kurz mal alles. Es geht nicht. Warte, packen wir kurz alles wieder auf unsere Bank drauf. So, dann withdrawen wir erstmal 25 Milliarden. So, 25, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, drawen wir jetzt alle Pets. Das war wild. Also Leute, so könnt ihr easy Profite machen, ja? Oh, das ist echt wild. Perfekt, dann kauft erstmal nochmal Umut für 4,2 Milliarden noch extra, ne? How much is that? 4,2B. Das sind 4,2 Milliarden für 7 Dark Matter. Wie nennt ihr noch? Pixel Demons, genau. Let's go, ey. Digga, Umut's gehört, hab wirklich jedes Pet, was ich habe, einfach abgekauft. Sehr, sehr stark. Komm, wisst ihr was? Komm, die nächste Person, die mich jetzt mal antrade, kriegt noch die übrig gebliebenen Pets, ne? Ist egal. Die letzte Person kriegt nochmal die, übrig gebliebenen Pets, ne? Hier, Ulvi, die Ninja, komm, du kriegst aber die hier, okay? So, mach den mal raus, Digga. Ich wollte gerade ein Pet verschenken. Ich will gerade 4 Pets verschenken. Auf einmal packt er sein eigenes Pet rein. Ach, man, okay, gut, dann nicht. Der, wer will
manche Free Pets. Please send me OP Pet. Okay, King Sahil. Hier ist dein OP Pet. Hier sind deine OP Pets. So, die übrig gebliebenen kriegst du einfach jetzt geschenkt, okay? So, da sind die. Also, was wir erstmal hier sehen, Cell Rainbow Pixel Demon Magnet 200 Millionen Gems. Ganz sicher nicht. Cell Pixel Demon Rainbow 5 für 1 Milliarde Gems. Wäre das Profit? Ich glaube nicht. Ne, das wäre auch Minus. Das wären halt 200 Millionen pro Stück. Also, im Chat steht auch nur Plörre, leider Gottes. Cell Dark bei der Pixel für 700 Millionen Gems. Weißt du was? Komm. Ich habe in den Chat Buying DM Pixel Demon for 500 M each. So, ich habe das in den Chat. Ich mache kurz meine Trades an. So, und kommen wir erstmal einfach mal Dark bei der Pixel Demons, ne? Finde aber nur Plörre in dem Chat, ne? Oh, Free Fair Art habe ich direkt angetradet. Jetzt, warte, was? Okay, dann halt nicht. Aber im Chat steht irgendwie nur Plörre. Okay, Line habe ich angetradet. Den Huge Cupcake. Dafür habe ich nicht genug Gems. Dafür habe ich leider nicht genug. Aber vor zwei Wochen Götz sehr wild. Dann schreiben wir es nochmal ein paar Mal in den Chat, ne? Dass wir die für 500 Millionen Gems kaufen. Hm, es scheint so, als ob keiner hier kauft, leider Gottes, ne? 5 Games? Warte, was? Warte, traden wir einfach wie zu YouTuber, ne? Mal gucken. Da wie zu Jube. Können wir nicht antraden, egal. Versuchen wir es dann mit den Rainbow-Dinger, okay? Buying Pixel Arby. Okay, Rainbow. Pixel Demon for 100 M Gems each. So, each. So, Attacke. Oh, okay, doch anscheinend. Wie viele willst du denn reinpacken? Das sind so viele in Dark Matter, okay? Dann packe ich die erstmal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier, ein in Dings da. Eine Milliarde Gems rein. Den Hippomellen, sagen wir mal 2, 5, okay? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, packen wir 2, 5 rein. So. Oh, der macht den Trade perfekt. Das heißt, wir können erstmal den Hippomellen hier verscherbeln, theoretisch, für 1,5 Millionen Gems. Und diese beiden Pixel Demon für jeweils 600 Millionen Gems. Das heißt, wir haben dann insgesamt einen Profit von 700 Millionen Gems. Das ist jetzt der Plan, Leute. Das ist jetzt der Plan, erstmal D hier für weniger weg zu verscherbeln, okay? Oder Tananko hat mich angetradet. Was ist denn mit dir? Was geht denn mit dir? Eine Grave Crab. Muss ich kurz nachschauen. 1,7. Ich würde sagen, wir machen das mit einem Pony. Was ist ein Pony wert? Ich habe keine Ahnung, was ein Pony wert ist. Hm. Warte, werfen wir einfach mal hier 1,35, okay? So. Also, ja, 1 Milliarde und 350.000, okay? Pony sind 5 Milliarden. Es hat abgeht. Ich wollte gerade geil machen, Digga, okay? Na, Tanko. Echt schlimm. Gut, okay? Ich glaube, es wird einfach mal Zeit, jetzt mal den Server zu switchen, weil das Ding ist halt, der Server ist auch nicht so nice. Wir haben jetzt hier aber trotzdem den Hippomellen abkaufen können, den wir für 1,5 Milliarden Gems, weiterverkaufen können. Ich meine für 2 Milliarden Gems, das ist für 500 Millionen Gems Profit, meine ich, wegtraden können. Dann haben wir hier nochmal, oh, warte, Nessie trade mich auch nochmal an. Warte, können wir nachschauen. Was willst du nur machen? Da haben wir nochmal 2 Dark Matter Pixel Dragons. Ach, Digga. Haben wir noch 2 Dark Matter Pixel Dragons, die wir für 100 Millionen Gems Profit jeweils wegtraden können. Was sehr wild sein wird. So, jetzt werden wir aber erstmal euch weiterhin ein bisschen was kaufen, so ein paar Pets hier kaufen, ne? Und dann erst alle wieder verkaufen, ne? Ich glaube, das wird der Plan sein, okay? So, schreiben wir erstmal in den Chat. So, buying DM Pixel Demon, genau, vor 500 M Gems each. So, schreiben wir es erstmal ein paar Mal in den Chat. So, und dann steht nämlich ein Kurdisch Gamer, hat mich angetradet, okay. Gar nichts. Danke für den Support, Kurdisch Gamer. Dankeschön. Er packt selber Gems in den Trade rein. Danke, Kurdisch Gamer. LOL hat mich angetradet. Er wollte ein paar verkaufen, ne? Können wir kurz nachschauen, wie viel der jetzt mir erstmal geben wird, ne? 500. Hä? Zerlost? Ich habe buying geschrieben, nicht selling. Zerlost? Ich habe buying geschrieben, nicht selling. Wenn man lost ist. Ich will verkaufen, Leute, nicht, ja, verkaufen, der für 500 Millionen. Jetzt packt er den Orca rein. Wie viel ist das denn Orca wert, dass man nachschauen? Geben wir mal einfach 1 Milliarde Gems dafür, okay? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ich würde ihm dafür 1 Milliarde Gems geben. Bruh. Okay, es ist, ne? Orca sind halt 1,5 Milliarden Gems wert, Digga. Und Orca werden nicht wirklich getradet. Underpay? Ja, aber nicht so fett, Digga. Ich meine, jeder hat einen Orca und keiner will einen Orca, Digga. Deswegen. Sus Aimbot. So, was geht denn bei dir ab? Oh, Pixel Demon. Perfekt. Warte, packen wir erstmal hier 1, 2, 3, 1, 2, 3 rein. 500 Millionen. Nice. Jetzt haben wir weiter einen Pixel Demon. Hm. Wie? Du hast mich angetradet. Warte, ich schreibe mir eine Nachricht. Er schreibt in den Chat, hm? Und dann nimmt, hä? Ich check den, hä? Was macht? Ich glaube, der Typ irgendwie, Chain Plaza ist ein bisschen lost mal wieder drauf, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass die Chain Plaza wieder lost damit drauf ist? Oh, schlimm. Was ist jetzt mit Sus Aimbot los? Der schreibt einfach nur, hm, in den Chat, Digga. 850 M. Ja, okay, Bruder, da bleib stark. Wie lost kann man sein? Ich check's wirklich nicht, Digga. Ich check's wirklich nicht. Jetzt weint er in den Chat, Digga. Was ist sein Problem? Was ist sein Problem? Okay, ja, was geht ab? Okay, er packt Hippomellen, okay. Hippomellen. I would buy the Hippomellen for 1,5 B Gems and the Gargoyle Dragon for wie viel? 2,5. Sagen wir mal 2 B Gems, okay? 2 B Gems. Die Frage ist, ob er das annehmen würde, ne? Ich pack mal einfach mal hier. Wie viele Gems wären das? Das wäre dann 3,5? Ja, 3,5. 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ich nehm's mal an. Frage ist, ob er das machen würde jetzt. Mit 3,5 Milliarden Gems. Ne, ganz sicher nicht. Ne, dann würde ich es nicht machen. Felix, linker Fuß. Was willst du denn traden? Einen
Dog. Dankeschön für den Support. Let's go. Helden, okay. Den Huge Cupcake kann ich nicht für traden. Dafür bin ich zu arm. Schauen wir nochmal kurz hier, dass ich Dark Matter Pixel Demons kaufe. Mit 500 Millionen Gems. Okay, Kilian hat mich nochmal angetradet. Und jetzt, was? Jetzt war der Trade direkt weg. Jetzt hat Rip mich angetradet. Na, was geht denn so ab, Rip? Den Hippomellen? Ich pack dafür 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich kaufe für 1,5 Milliarden, okay? Für 1,5 Milliarden. Ja, ich pack den rein für 1,5 Milliarden, Hippomellen. Den Hippomellen. Ja, ich pack den rein für 1,5 Milliarden. Ja, ich pack den rein für 1,5 Milliarden. Wenn du nicht machst, schreib irgendwas in den Chat oder lehn ab, okay? Und ich mach dein Pet rein, raus, rein, raus, rein, raus, Digga. So wie ein Höhlenmensch. 2,5 B. Gut, dann gute Nacht, schlaf gut. So, ich versuche noch ein Minütchen hier auf dem Server. Vielleicht kann ich ja irgendwas noch kaufen, ne? Habe ich überhaupt auf dem Server irgendwas hinbekommen? Ich weiß nicht, Digga. Ich glaube nicht. Ich glaub, auf dem Server ist nichts passiert. Hippomellen. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 1,5 Milliarden Gems krieg. Weniger, nicht mehr. Und jetzt gar nichts, Digga. Dann bleib stark, Pablo. Rip hat mich wieder angetradet. Warum denn jetzt? Wegen dem da. Okay, 500 Millionen, Digga. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, für 500 Millionen. Ganz einfach, den macht er sogar. Perfekt. Dann haben wir jetzt noch einen weiten Pixel Demon in Dark Matter gekauft, Leute. Sehr wild. Aber ich glaube, es ist tatsächlich jetzt Zeit, den Server zu switchen. Oder Zug? Was geht denn bei Zug ab? So, 300 Millionen Gems. Keine Ahnung. Nee, du kriegst nichts von mir für 300 Millionen Gems. Oh, sehr wild. Ich glaube, Leute, das erste, was wir jetzt machen, ist erstmal versuchen, auf diesem koreanischen Server diese hier für 600 Millionen zu verscherbeln und den vielleicht sogar, obwohl, ich, das ist jetzt die Frage, will ich den Hippomellen behalten und den dann halt behalten, bis halt von selber naturell halt teurer wird? Weil früher oder später werden ja Pets sowieso, die halt exclusive sind, nicht mehr zu haben sind, teurer. Deswegen weiß ich, ob ich den Hippomellen weiter traden möchte oder halt einfach behalten möchte, bis er ein bisschen teurer wird, ne? Aber an sich könnten wir zum Beispiel auch noch diese Pixel Demons hier erstmal versuchen auf diesem Server, weil es aber sowieso ein bisschen besser ist, erstmal versuchen, die erstmal hier hoch zu traden. Einen Cupcake, nee, kann nichts machen dafür. Wir haben 3 Pixel Demons. Dann schreiben wir einfach mal in den Chat, hoffentlich verstehen die das auch. Selling 3 Pixel Demons. Dark Matter, genau. Dark Matter Pixel Demons for 600 M Gems each. So, schreiben wir das kurz in den Chat, Leute. Ich trade mich ja tatsächlich jemand an. Mit 520 Millionen. Das könnte man sogar annehmen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die mich verstehen. Hat sie nur irgendwas anderes hier und please invite Bank. Was für Bank? Oh mein Gott. Versuchen wir einfach die Leute hier anzutraden. Vielleicht geben die ja irgendwas oder so. Vielleicht geben die irgendwas für einen Pixel Demon oder so. Wer weiß, wer weiß. Aber wir packen hier irgendwas, was ich kaufen kann für Gems. Verdammt, hat abgelehnt. Dann hier Tmö. Du vielleicht. Verdammt, hat jetzt gecancelt. Dann Killdor. Geht nicht. Umut Scope. Was macht Umut Scope hier? LOL. Sehr wild. Warte, Umut Scope ist hier, merke ich gerade. LOL. Buying Dark Matter Pixel Demons. Oh mein Gott, das nenne ich Zufall des Todes. Das nennt man doch mal Zufall des Todes, Leute. Wow. Wow. Das nennt man doch Zufall des Todes. Wow. Das nennt man wortwörtlich Zufall des Todes, Digga. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, nice. Jetzt haben wir auch unsere Dinger hier los. Das ist perfekt, ne? Vielleicht kriegen wir es ja hin, jetzt ein paar Pets für, bin ich zu kaufen, ne? Wer weiß. 1,5 Milliarden. Oh. Er wollte die Dings, der Pixel Demons kaufen. Aber ich habe die ja schon verkauft. Wild. Das ist echt stark. Das ist wirklich stark. Wow. Gut, traden wir einfach ein paar Leute an. Vielleicht haben die ja irgendwas Krasses, was man denen abkaufen kann, ne? Wer weiß. Yi vielleicht? Boss vielleicht? So, Boss. Du gibst einen Pixel Wolf. Könnte man theoretisch kaufen, dann teurer verkaufen. Ich meine, 80 Millionen. Ist ein guter, guter Deal dafür, weil der ist momentan 100 Millionen Gems wert, ne? Ja, der ist im Dark bei der 100 Millionen Gems wert. Könnte man theoretisch kaufen, aber nee, ist nicht so mein Jam. Ist aber ein guter Trade von ihm, also ist nett, echt nett von ihm. Ist halt nicht ein Pet, was ich haben möchte, ehrlich gesagt. Ich will halt nur diese Dark Matter Pixel Demons haben. Rainbow will ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ansonsten halt noch Exclusives, ne? Also das, was ich habe, worauf ich gehe. Exclusives, Dark Matter Pixel Demons und das war's. Das war's, das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel, was ich kaufen möchte. So, okay, hier Hippomellen. Der Hippomellen lost, Digga. Hier, ich hab voll vergessen, dass ich ja dafür opfern wollte. Victor lost. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, perfekt. Jetzt haben wir noch einen Hippomellen kaufen können, Leute. Nice. Oder? Oder doch nicht? Werde ich jetzt getrollolt? Ist jetzt die Frage. Werde ich getrollolt, Leute? Ich werde doch nicht getrollolt. Nein, your trade was cancelled. So traurig. Gut, Leute, schreiben wir erstmal in den Chat. So. Buying DM Pixel Demons for 500 M Gems each. So. Schreiben wir jetzt in den Chat. Selling Hippomellen für 3,25 Milliarden, Digga. Und ich kaufe den für 1,5 Milliarden, Digga. Leben ist hart. Leben ist echt hart. Selling two unique Dark Matter Pixel Demons? Ist nicht jedes Mythical Pet unique? Also, das ist echt ein krasses, Verkaufsargument. Also, ich sehe wortwörtlich nur Plörre im Chat. Ich sehe nur Plörre im Chat. So, wenn es mal die Leute nochmal anzutraden. Vielleicht haben die ja irgendwas, was sie noch traden wollen. Irgendwas Gutes, ne? Hab ich abgelehnt. Hast du irgendwas Interessantes, was ich kaufen könnte? 10 Milliarden Gems. Okay, damit kann ich leider nichts anfangen. Tut mir leid. So, wir hätten hier nochmal Rip Sanji. Und mit Dark Matter Hellish Acceleration. Gut, da bin ich schon wieder raus. Machen wir weiter mit Ethan. Gut, Ethan ist auf Kaomi Bimi. Und doch, Ethan ist da jetzt. Hast du irgendwas für mich vielleicht? Okay. Pyrian Agony. Okay, warte. Wicked Empyrean Agony. Wie gut ist der? Wie gut ist der? Also, wie teuer ist der? Das ist meine Frage. Weil den könnten wir sogar Grabberino, glaube ich. Nee, der ist einfach nur Wicked
Agony oder nicht? Lost. Da ist ja einfach nur Wicked Agony. 6 Milliarden, 10,5? Ich meine, ich werde jetzt auch schon, ne? Wie viel der wert ist? Digga, schreibe ich den Namen falsch oder was? Wicked Imperial Dragon ist das? Das ist wenn Agony. Victor Lost. Tatsache, Wicked Imperial Dragon heißt der. Und der ist wie viel wert, wartet? 10 Milliarden. Das heißt, wir kaufen den für 9,5. Sagen wir 9,5, okay? Stellen wir Ethan an und geben dir erstmal 9,5 Milliarden Jabs, okay? Dann würden wir einen Profit von 500 Millionen machen, okay? 1, 2, 3. Und der mag 2 rein. Dann machen wir erstmal 19, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 19 Milliarden. Wie? Du hast gekannt? Was ist dein Problem? Gib mir 5. Jetzt ignoriert er mich. Er sieht nicht mal meinen Aufwand. Digga, was ist sein Problem? Ich will mit ihm traden. Er gibt mir 5 Sekunden Zeit, um irgendwas zu machen, Digga. Oh mein Gott. Jetzt ist das sogar nicht. Ich dachte gerade schon, der wäre jetzt in den Server nicht. Nimm doch jetzt an, Digga. Ich will den. Du hast nicht mal gesehen, was ich reingebe, Digga. Ach, schlimm, ey. So, jetzt. So. Da sind die Gems, Digga. Pack jetzt die Beine. Hier, wie ist es nochmal? Wicked Dragons rein. Nee, doch nicht ein. Du werd dich verarscht. Werd dich verarscht. Für einen, dafür wollte ich 9,5 machen. So, hier. Dafür wollte ich 9,5 machen. Okay, für 9. So, warte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, da hast du es. Perfekt, Attacke. Und jetzt cancelt er. Jetzt kann er doch canceln. Jetzt ist doch alles gut. Jetzt haben wir alles gut verstanden. So, Omi Bemem. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt auch angetradet habe oder nicht, ne? Habe ich schon? Bin mir nicht mehr sicher. Gut, Omi Bemem, dann bleib stark. Machen wir dann weiter mit Renzi. Geht nicht. Jetzt Renzi, genau. Hab ich abgelehnt. Leben ist hart. Dann Elf John. Hast du irgendwas für mich, was ich kaufen kann? Vielleicht ein paar Exclusive Moves ist. Moves. Hat mich gecancelt, Digga. Leben ist hart. Tupac Shakur geht nicht. Spektrum. Geht auch nicht. C2PSS. Geht auch nicht. Tupac. Komm schon. Gut, das wollte ich da, was soll ich sagen? Der trustet als nächstes. Komm, gibst du mir vielleicht irgendwas? Leute, ich will doch nur ein paar OP-Pads kaufen. Ich will doch nur ein paar OP-Pads kaufen, ne? Das heißt, komm, ich schreibe mal in den Chat. Buying Exclusive Pads, okay? Exclusive Pads. Vielleicht will mir jemand wegnehmen, ne? Ich meine, abgeben, ne? Wer weiß. Buying Pixel Demon. Habe ich nicht, Renzi. Es tut mir leid. Ich habe keine. Ich habe nur die, die ich equipped habe. Ich glaube, keiner will mir seine Exclusive Pads verkaufen. Ich kann traden einfach noch ein paar Leute haben. Vielleicht wollen die irgendwas machen, so. Rip Dragon. Ich finde ja aber cool, dass ich nicht angetradet werde, ehrlich gesagt, ne? Leute dann irgendwie mir was verscherbeln wollen. Egal, Rip Dragon, was gibst du mir? Was bietest du an, was ich kaufen kann? Was hast du zum Verkaufen, meine ich? Ich glaube gar nichts, leider Gottes. Oder? Nee, 2 Milliarden Gems. Okay, damit kann ich ja nichts anfangen. Tut mir leid. Es tut mir leid. PH Sub to Mark. Hat mich ignoriert, verdammt. Bozo. Geht nicht. Optimum Prime. Spam-Name. Oh, nee, doch Optimum. Ach, Pride. So, du willst mir einen Storm Agony geben, okay? Lass mich kurz nachschauen. Storm Agony. So. 20B. Sagen wir mir hier 19, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. 19,5 Milliarden Gems. Damit machen wir einen Profit von 0,5 Million. Und ja. Wird aber auch annehmen, ist die Frage, ne? Verdammt, hat er nicht. Oh mein Gott. So, okay. Hier irgendwie UGH. Hat mich ignoriert. Ignacio Brown. Geht nicht. RBX Darkfire. Was gibst du mir denn? Hast du irgendwas, was ich kaufen kann? Einfach ein paar Exclusive Pets, die ich kaufen kann. Ich meine, ich könnte anfangen, auch eine Milliarde Gems oder so reinzumachen, den Trade, ne? Vielleicht packen die noch irgendwelche Pets rein, die ich dann kaufen könnte, zum Beispiel, ne? Wenn ich eine Milliarde Gems in den Trade reinmachen würde, ne? Pugini Zinek Rebirth. Ach, geil, der. So, Huge Cupcake. Kann ich leider nichts gegen machen. Dafür bin ich zu haben. Dafür bin ich zu haben. BB Boy. Geht nicht. RB Sabrina. Geht auch nicht. RB Kilua. Geht auch nicht. Camp Mammut. Hast du vielleicht irgendwas, was ich kaufen kann? Die Huge Festive Cat. Wie wird es überhaupt eine Huge Festive Cat wert? 200 Milliarden Gems. Lol. Sehr wild. Machen wir mit SG Mittens. Hast du irgendwas für mich? Huge Pets. Warum habt ihr alle nur Huge Pets? Damit kann ich leider nichts anfangen. Es tut mir leid. Und das war's dann. Okay, das wünschen wir erstmal den Server. Gut, dann schauen wir erstmal in den Chat. So. Das wäre erstmal Dark Matter Pixel Demons kaufen. Dark Matter Pixel Demons für 500 Millionen Gems, Leute. Komm, ich bin sogar richtig nervig und spam das in den Chat, Leute, okay? Das ist doch, was die Trading Laser von mir erwartet. Richtig fett und nervig zu sein. Hast du den Bummy hat. Ach, verdammt. Dark Matter hat mich angetradet. Der Typ schreibt hier gerade einfach April Fools in den Chat. Und der direkt danach April Fools ist over. Der Arme. Ich glaube, keiner will mir will mir welche verkaufen. Genau, will mir Dark Matter Demons verkaufen. Das ist so traurig. Ja, ich glaube, wir haben keine Zukunft darin, Leute in den Chat irgendwas zu schreiben, ne? Ich glaube, die hören. Egal, Leon. Hast du irgendwas für mich, was ich abkaufen könnte, zum Beispiel? Okay, einen Pixel. Oh, warte, doch. Pixel Demon. Warte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, das mache ich. Für 500 Millionen Gems. Ja. Na, das versucht er da. Welche Shenanigans versucht er da? Okay, er hat jetzt einen Pixel Demon reingemacht. Da packe ich erstmal. Für 500 Millionen Gems packe ich den erstmal da rein. Komm schon. Was für 1,5 Milliarden Gems? Das ist 600 Millionen Gems wert. Was für 1,5 Milliarden? Sehr stark. Jeff Prospeller. Geht nicht. Zane. Ja, gibst du mir please irgendwas, Mann? Ich will irgendwann nur. Ich will wirklich einfach nur Dark Matter Pixel Demons kaufen. Oder Exclusive Pets. Aber er hat theoretisch Pixel Wölfe. Theoretisch können wir auch was anfangen mit Pixel Wölfen. Aber ich habe keinen Bock auf Pixel Wölfe. Deswegen, sorry, Zane, bleib stark. Aber weiter mit Bendy X. Geht nicht. Da Zian. Okay, Zian ist nicht da. Next Level Flash. So SMLP, Digga, irgendwas. Ein Koala. Warte, lass mich kurz nachschauen. Ich glaube, Koala war 2 B-Gems, ne? Ja, total 2 B-Gems. Machen wir 1,5, okay? 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. 1,5 Milliarden. Let's go, Attacke. Verdammt. So, machen wir dann weiter mit Anuni Inti. So. Geht nicht. Aquil, irgendwas? Nee, auch nicht.
Achso, das geliebt hast du deswegen. So 202 Mal. Achso, doch, Sian hat mich jetzt angetradet. Ich meine, angenommen, lol. Will er irgendwas mir in den Trade reinlegen, please? In den Festelf. Na, das Leben ist hart, Moment. Oh, 202 Mister hat mich jetzt sogar selber angetradet. Okay, ich bin gespannt. Ein Pixel Demon in Gold. Ne, auf Gold habe ich auch nicht Bock, okay? Okay, machen wir mit King HDZQO 1. Sollte ich würde aber sagen, dann machen wir weiter mit Kirill Gmei. Gibt's nicht, Digga? Dann Ondrasek. Geht auch nicht. XD Slayer. Habe ich ignoriert. William AFT. Habe ich abgelehnt. Seraphim Kont. Hast du irgendwas? Oh, warte. Da habe ich doch was. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da habe ich doch hier. Die hier, die 1,5 Milliarden Gems. Seraphim Kont. Oh, der macht es. Perfekt. Wir haben jetzt erstmal hier wieder 500 Millionen Gems Profit mit diesem Koala gemacht, Leute. Sehr stark. Aber den Koala, den müssten wir eigentlich auch loswerden, weil das ist ja noch momentan ein Ding hier. Und es kann sein, dass das tatsächlich an Wert verlieren wird. Deswegen den müssten wir eigentlich sogar wegtraden, ne? Aber ich glaube, selbst dann würde er maximal auf 1,5 Milliarden Gems runtergehen. Ich glaube nicht auf eine Milliarde Gems oder so. Deswegen ist eigentlich auch kein Problem sein wird, ne? So, traden wir nochmal Ghouls an. Hast du irgendwas für mich, was ich abkaufen kann? Axus und Gold? Nee, nicht mein Gem. Sorry, Bro. Lukas noch? Nee, geht nicht. Okay, dann switchen wir den Server. Oh, Leute, seht ihr das? Money Neil schreibt, what do you give for 4 Hippomelon? Ich würde sagen, wir geben den erstmal 6 Milliarden Gems, okay? Warte, wo ist der denn? Wo ist der denn? Jetzt immer noch auf dem Server, aber wo ist der? Da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er. Hier. Nein, Money, jetzt bleib stehen. Money Neils, you won. You still trading. Genau, still trading. Warte, you still have. You still have 4 Hippomelons in your possession. Okay, wir haben Possession, schreibt der. Lass mich in Ruhe. So, warte, da ist er. Du sagst mir, Money Neils. Hast du 4 Hippomelons? I do have 4. Let's go. Let's go, Money Neils. Komm schon. Komm schon, Money Neils. Komm schon, wir geben dir 6 Milliarden, okay? 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, let's go. Machst du das? Please? No, sorry. Verdammt. Nein. Oh, schade. Aber Bella hat mich angetradet. Was willst du denn, Bella? So, was gibst du mir eigentlich, Bella? Ei, okay, ja. Das kann ich ja nicht anfangen, Bella. Das tut mir leid. Ich bin ja eher die... Obwohl? Wir könnten an... Ich weiß aber nicht. Soll ich den Koala behalten oder nicht, ist die Frage. Und einen einfach, ja, später verkaufen. Ich packe auf jeden Fall unnütze Pets weg damit. Ist jetzt die Frage, ne? Was werde ich mit dem Koala machen? Ob ich den behalten möchte und dann später verkaufen werde? Weil das Update, das momentane Update, wird vielleicht noch für 2-3 Wochen halten. Meint ihr, innerhalb von 3 Wochen, so 2-3 Wochen, wird der Koala noch um über 500 Millionen an Gems verlieren? Glaube nämlich nicht. Und deswegen werden wir, glaube ich, behalten. Den packen wir einfach in unsere Bank für die gesamten Hippomelons, die ich ja eh schon habe, ne? Hier, man kann ja zum Beispiel meine Bank schauen. Ich habe so unglaublich viele Hippomelons. Ich habe auch so viele, glaube ich, viele Koalas, sehe ich gerade, Leute. Der geht auf 1,3b. 1,3b ist Leben ist hart Moment. Hm. Das bedeutet aber auch nur, dass ich länger warten muss, aber trotzdem ist Leben ist hart Moment. Aber 200 Millionen, ja, Minus geht eigentlich komplett klar. Wahrscheinlich am Minus. 200 Millionen, wahrscheinlich im Minus geht eigentlich komplett klar. Ich meine, wir haben heute irgendwie über 40 Milliarden circa. Bisschen weniger eigentlich. 38,8 waren es, ja. Ich meine, wir haben heute 38,8 Milliarden an Rainbow Pixel Demons gemacht. Deswegen. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das kann man machen. Das kann man überleben. Weil die seltener werden. Ja, genau. Deswegen ist es, glaube ich, doch schlauer, die zu behalten, ne? Ich meine, deswegen zum Beispiel grabe ich mir auch die ganzen Hippomelons. Weil ich glaube, die Hippomelons werden nicht mal billiger. Die Hippomelons sind ja eh nicht mehr zu bekommen, ne? Dann sind, glaube ich, die Hippomelons sowieso guter Column, die zu behalten und dann entweder dann teurer zu verkaufen. Sobald die ein bisschen seltener werden. Ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt hier wie viele? 8. 8. So gut. Aber Traderino, wir jetzt noch ein bisschen, ne? Oh, ein Matis hat mich ja getradet. So, was willst du? So, was gibst du mir eher? Einen Pony. Sagen 4,5. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, let's go. Komm schon, Matis. Komm schon. Ja, was ist das, Matis, Digga? Mach nicht rein, raus, Digga. Sag in den Chat, Digga. Dann bin ich bei der Bung, schlechter Trade oder so ein Müll. Digga, Matis. Bist du dumm? Digga, Matis. Kommuniziere, Digga. Das ist keine Kommunikation. Einfach rein mit dem, rein mit dem Pet und wieder raus mit dem Pet zu machen, Digga. Ad. Ja, das sollst du von Anfang an reinschreiben, anstatt jetzt in Bam, 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 Bam zu machen. Ah, schlimm. Ich glaube, wir sollten einfach selber mal ein paar Leute antraden. Wie wär's mit Bacon, ne? Geht nicht. Lord. Hab ich abgelehnt. Hooray, King hat mich angetradet. Okay. 21 Milliarden Gems. Leben ist hart. Leben ist hart. So, warte. Dann traden wir selber jetzt ein paar Leute an. Weißt du, ich kann mit den Gems nicht anfangen, weil ich habe ja selber keine Pets mehr, die ich verkaufen möchte. So. Ne, es geht nicht. Duke DXD geht auch nicht. Jazu geht auch nicht. Digital Brother. Willst du irgendwem was geben? Huge Festival Cat. Leider kann ich dafür nicht offern. Leider kann ich dafür nicht offern. Wie wär's dann mit Pietier? Nee. Musab geht auch nicht. Baby Bull geht auch nicht. Adil Voxen. So, hast du irgendwas, was ich kaufen kann? Nee, leider Gottes nicht. So, dann machen wir weiter. Mit da. Wackler Cat geht nicht. Musab M999 nicht. Bella, hast du OP-Pets für mich? 1,5 Milliarden Gems. Na, kann ich leider nichts mit anfangen. Tut mir leid, Bella. So, Hyper. Hab mich abgelehnt. Robot. Okay, dann doch nicht Robot, sondern Tower Pro. Hast du irgendwas für mich? Also, ich glaube, Tower Pro, dass ich drauf was ende. Aber ich warte, dass Tower Pro etwas endet. Was ist ein Lebenshappen mit mal wieder? Jetzt ist der Tower Pro gecancelt. So traurig. Machen wir jetzt weiter mit Robot. Genau, wir wollten ja Robot eigentlich antraden. So, hier hast du für was für mich, Robot? Gar nichts, Digga. Leben ist hart. Leben ist hart, Mann. Adam. Adam Matsuri geht nicht. Shenzhen. Hast du irgendwas für mich, was ich kaufen kann? Den Storm Agony. Storm Agony waren 20b, ne? Storm Agony. Das waren 20b, ne? Ja, 20b. Würde ich mal sagen, Leute, dann geben wir erstmal hier 1900. So. 500 Milliarden, doch 500. Was? Ey, es ist wirklich schlimm, ne? Es ist wirklich schlimm, ne? Gib mir doch
doch Zeit. Gib mir doch Zeit, Digga. Jetzt ignoriert er mich sogar. So, siehst du hier? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, pack jetzt den Storm Agony rein. Schlimm, ey, Digga. Es ist wirklich schlimm. Da, genau den wollte ich sehen. Ey, Digga, es ist so schlimm, ne? Die geben einem 4 Sekunden Zeit gefühlt, um irgendwie die Trades zu machen, Digga. Cannot hold any more diamonds. Das ist echt traurig, Digga. Tell me once you cleared your gems. I don't know. But trade, okay. Wir können dann nochmal dran traden. Ich weiß nicht, warum er I don't know geschrieben hat, aber okay. Hä, wieso hat er mich jetzt abgelehnt? Bin ich lost? Hä? Was? Also hier sind deine Gems. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also da sind deine Gems, Bruder. Ich weiß nicht, bin ich jetzt lost oder nicht? Checke ich jetzt nicht. Okay, wir wurden angetradet von Upir WFUG. Pack eine Hippomellen rein. Packen wir dann erstmal hier 1,5, okay. Warte, die haben wir, pack die beiden Tiers rein. So 1, 2, 3. Dann doch nur 1, okay. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Muss ich auch entscheiden, welche Pets du zeigen möchtest, okay? Was steht denn überhaupt bei dem Preis bei seinem Pet? 5 Pixel. Nee. Nee, du kriegst keine 5 Dark bei der Pixel dafür. Du kriegst das hier, Digga. Mehr kriegst du auch nicht. No. Dann halt nicht, Digga. Also Sask hat mich auch noch angetradet. Koala. 1,5, okay. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Hallo. Da hier ist perfekt. 2B. Nein. Nein, nein, nein. Hier werden keine 2B getradet. So. Gut, traden wir erstmal selber Leute an, ne? Gibst du, hast du irgendwas, was ich kaufen kann? GG Ego. Gar nicht so traurig. Machen wir dann weiter. Mit X Efe. Hast du irgendwas, was ich kaufen kann? Eine Imperial Axe. Nee. Warte, wie wär's mal, wenn ich einfach in den Chat schreibe? Dark Matter Pixel Demon für 500 Millionen Gems kaufe. Was wäre, wenn ich dir sage, dass ich 500 Millionen Gems pro Ding, ne? Da meine Pixel Demons kaufe. Okay, ich wurde angestellt von GDOK HD. Was geht ab? Du packst einen in Rainbow rein. Dann werfen wir erstmal hier 100 Millionen rein. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich will dir aber eigentlich nicht kaufen, dass das Ding. Oh, okay, der geht weg. Und meine Methode funktioniert nicht, in den Chat irgendwas zu schreiben. So traurig, Mann. Traden wir erstmal GDOK. Haben wir die? Warte, nee, weg mit dem. Ja, den haben wir gerade gehabt. Oh, Urus Max habe ich angetradet. Okay, let's go, komm. Auf du, Urus Max. 20 Milliarden Gems. Ach, komm, der weg. Mit 20 Milliarden Gems kann ich nichts anfangen, Bruder. Lusier geht nicht. Simon, hast du irgendwas, wofür ich traden kann? Nee, hast du nicht. Verdammt. Machen wir dann weiter mit Gastoni. Hast du irgendwas, wofür ich traden kann? 1 Milliarde Gems. Na, kann ich nichts anfangen, leider Gottes mit. Dann Urus Max. Nee, geht auch nicht. Ohu, Kuff geht auch nicht. Nur Satzek, irgendwas geht auch nicht. Hast du irgendwas, wofür was ich kaufen kann oder so? Einen goldenen Pixelwolf. Nope. Gut, machen wir dann weiter. Mit Roblox 1, 2, 3, 4, 5, Konox. Geht nicht. Dummy geht auch nicht. Ananek. Hast du irgendwas für mich? Ein Rainbow-Ding? Komm, geben wir dir für 100 Millionen, okay? 1, 2, 3, 1, 2, 3, so. Geben wir dir einfach mal 100 Millionen dafür, ne? 100 Millionen dafür. Jetzt nicht mehr. Hat er wieder den Rainbow reingepackt. Jetzt werde ich dir annehmen. Jetzt wird er erstmal gleich bestimmt das Pad wieder rausnehmen und wieder reinpacken. 150, okay, bleib stark, Bruder. So, dann machen wir nochmal weiter mit, ah, das war's. Wir sind durch. Das ist eben wieder, das ist natürlich gefallen. Wenn es euch gefallen, Leute, dann liked es dir, abonniert den Kanal. Schon mal Victor 2 vorbei, schon mal meiner Pet-Simulator X-Wheel vorbei. Und schon mal Boss-Wheel 7 beim Schnarr vorbei. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Leute. Bleib stark und ciao.